Herzlich willkommen bei Andis Zungen-Aquaplaning. Heute am 31. Dezember, lang dauert es nicht mehr, dann begrüßen wir 2022 und bei uns war es immer gang und gäbe am 31. am Jahreswechsel, wenn die Bumerang leid, einen Heringssalat zu machen. Oder wie der Opa sagt, einen Russalsalat. Nicht nur, weil er irrsinnig gut in das ganze Geschichte reinpasst, sondern weil er für mich oft lebensrettend nächsten Tag mit einem Pfifferlbier war. Jetzt aber, komm her, ich habe da schon ein bisschen was hergerichtet. Der Grundansatz beim Heringssalat oder wie gesagt Russalsalat ist ein Sauerrahm, dass es nicht zu geil wird, ein bisschen Mayonnaise und ein Ketchup. Die Süße tut den Heringssalat sehr gut. Das Ganze einfach nur verrühren. Und dann geben wir dazu geschnittene Russerl und Matthesfilet. Dann haben wir da Äpfel geschnitten und einen Thunfisch. Thunfisch aufpassen, nicht den in Öl nehmen, sondern den in Wasser. In Öl sind wir dann wahrscheinlich eh selber ein Spaß. Dann haben wir da geschnittene Erdäpfel und Gurken. Und dann geben wir noch gern ein paar Bohnen dazu. Rote Bohnen, weiße Bohnen da dazugeben und das Ganze richtig schön durchmengen. Den jetzt daher, nehmen wir dann Kochhefe und mengen wir das richtig schön durch. Zwei Sachen sind ganz wichtig beim Heringssalat. Erstens einmal, dass ihr die Sachen da drinnen nicht zu fein schneidet. Das soll eine Struktur haben, dass ihr die Erdäpfel, dass ihr der Apfel richtig schön einbatzen kann in die Marinade, weil sonst könnt ihr das ja gleich verschieren. Und das Zweite ist, was wirklich sehr wichtig ist, schau, einfach nur umrühren und das Ganze ist fertig. Und das Zweite, was wirklich sehr wichtig ist, den Heringssalat am besten am Vortag machen oder ein paar Stunden vorher. Dann mit einer Klarsichtfolie bedecken und 2-3 Stunden oder wie gesagt am Vortag in den Kühlschrank stellen und richtig schön durchziehen lassen. Nächsten Tag gehen wir die Folie weg. Und falls er zu dick sein sollte, aber ich sehe schon, der ist perfekt, der ist schon cremig, kann man da jetzt noch ein bisschen ein Gurkelwasser dazugeben und den Heringssalat damit verdünnen. Der ist perfekt, der ist wunderbar. Ich habe da schon einen Teller hergerichtet. Wenn man da jetzt nur mehr. Was ist? Das ist ein richtiger Silvesterklassiker. Ja? Heringssalat anrichten. Da sieht man schön die Struktur von den Bohnen, von den Abfall, von den Erdäpfeln. Richtig schön. Gehen wir da nicht mehr gern ein bisschen schwarzen Pfeffer drüber. Dann ich das dann wieder ein, zwei Schnittlauchstifterl. Und jetzt da steht einen schönen Silvester nichts mehr im Wege. Ich wünsche euch alles, alles Gute, einen guten Rutsch und Prosit 2022. Und jetzt habe ich wie immer schon Zungen-Aquaplaning. Pfiat euch, Baba.